So langsam wird alles hier was. Hier willst du Türen reinmachen? Ja. Ich würde das eigentlich nicht machen, das ist eigentlich so... Hier vorne ja, aber hier in der Mitte nein. Hier würde ich lassen. Ja? Ja. Ja, meinetwegen. Hatte ich hier wieder weg. Weil dann ist das hier sozusagen hier nur der Flur und unten, wenn man dann in der Wohnung ist, kann man dann wenigstens direkt hier so... Weil du musst ja immer wieder Türen öffnen. Willst du dann überall Druckplatten hinmachen? Ist auch ein bisschen blöd. Also ich finde das dann so besser, dass du dann hier die Räume hast. Und hier hast du dann sozusagen den Flur abgetrennt mit den Türen. Genau. Dann kannst du nämlich direkt hier so runtergehen. Aber man stößt ja wie gesagt noch den Kopf. Wozu mal? Egal, Kopfschmerz im Keller. Geht. Ist auch nicht so schlimm. Kommst eh mit Kopfschmerzen wieder hoch, wenn du einen getrunken hast im Keller. Die Buddel Wein aufgemacht. Oh, da habe ich einen zu weit. Also die Wände weiß ich noch nicht, woraus wir sie machen. Da lasse ich mich noch überraschen. Aber die Decke machen wir auf jeden Fall mit diesen halben Steinen und mit den die Ecken machen wir eben halt mit den Treppenstufen. Okay. War nicht ganz schick aus. Und dann können wir mal gucken, ob wir das ein bisschen verzieren oder nicht verzieren an der Wand, ob wir da Art Föste, so Steinföste runter machen. Weiß ich noch nicht. Können wir uns ja ausdenken. Oh, ich habe eine Tür von dir aufgehoben. Ja, ich habe nämlich auch eine. Eine zu wenig. Ja. Ich komm hoch. Ich bring das Türchen ja, vorbei. Ein Türchen fehlt. Hier ist ein Türchen. Dankeschön. Oh. Das ist mir ja bei allen. Das ist so ein... Oh. Zack. Din. Mal überlegen. Mach mal das jetzt so. Warte mal. Muss ich doch ernsthaft in die Hölle reingehen. Aber Kamin, ey, ich hab Angst mit dem Kamin. Kamin, Holz Kamin. Und Wolle. Geht. Muss nur einen Steinblock entfernt machen und dann den Rohr nach unten, also das Rohr nach unten machen. Okay. Haben wir schon alles gemacht. Also das geht eigentlich ganz gut. Ohne dass dir das Haus gleich abfackelt. Das ist ja nicht mehr so schlimm wie früher. Also früher ja, musst du ja, musstest war dein Haus wieder weg. Drumherum machen, da war das Haus gleich weggefackelt. Das fällt ja schon ein bisschen weg. Das war immer lustig. Mhm. Hey du, dein Haus brennt. Wo? Ach, willst du mich verarschen? Doch, dein Haus brennt. Ich glaub das nicht. Lass mal wegfackeln. So, brennt jetzt haben wir nicht. Das. Das tut nur so, das wärmt sich das Haus. Irgendwie gefällt mir das. Da noch eine Wolle rein. Haltbarkeit ist auch gut. So, ich geh mal in die Hölle. Jetzt ruckelt's einmal, flupp. Ja, bei mir nicht. Ja, naja, noch nicht. Dir. Einmal, wenn's kurz, wenn du kurz drin bist. Ist aber normal. Wollte ich jetzt was? Ja, was wollte ich gerade? Jetzt hab ich schon wieder vergessen. Weiß ich nicht. Mach nicht. Da noch mit. Ach so, direkt hier so. So. Oh, da oben ist Glühstone. Den nehme ich da mal mit. Kann man doch immer als Beleuchtung benutzen, den Glowstone. Lapp, 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 lapp. Da rein, das da rein, das rein. Nicht. Und dann komme ich schon wieder. So einsam in der Höhle. Guten Tag. Danke.
bitte! Ey, mach dir wieder die Tür vor der Nase zu! Wo gibt's denn sowas? Hier im Spiel. Ja, mal überlegen, aber die Fackel einfach nur so mal. Na doch, die lassen wir so. Das ist schon okay. Zack, zack, zack. Oh. Das, das. Okay. Vier, eins, zwei, vier, eins, zwei, vier. Das machen wir. So. Wo mache ich denn den Raum? Den brauche ich nicht so groß. Den mache ich hier. Zack. Eins. Zwei, drei, vier. Bim. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Hier. Dann machen wir weg. So, so. 2, 3, 4, passt. Suppi. Suppi, Suppi, Suppi. Suppe. Jetzt so ein Süppchen, ne? Der Kali will auch ein Süppchen. Björn, du bist so still. Kommt gleich. Guck gleich. Gleich kommt wieder so ein Wasserfall. An Wörtern. Wie so eine Buchstabensuppe. Oh, das wären jetzt Wege. Was machst du? Warum sind die Türen hier vorne weg? Ja, weil ich hier gerade das Ganze noch verlängern muss. Ich habe da nicht dran gedacht. Nein, aua. Okay, eine Tür sitzt schon wieder. Irgendwie ist eine Tür mir abhanden gekommen. Die hast du wahrscheinlich eingesammelt. Oh, ne? Ich habe sogar zwei Türen. Ich wollte gerade sagen. Die und die. So. Jetzt ist es aber wieder richtig. Genau. Aua. Der ist noch nicht ganz. Hat er mich angeschossen, blöde Sau. Das kann sie doch nicht machen. Ja, die Fackel im Weg, da hab ich das Ding in der Luft gebohrt. Nee, wollte ich das nicht. Aber die Fackel wollte das vielleicht. Ah, ich glaub schon. So, wie weit muss ich? Na, noch ein bisschen. Jetzt weiß ich nicht, wie weit ich da hin muss. Wir wollen uns ja später einrichten, müssen wir gucken, ne? Ja, schauen wir mal. Irgendwie kriegen wir das hin, dass wir uns schön einrichten. So. Was ist das da? Dann bräuchte ich das schon mal nicht. Bitte. Das passt aber alles super. Ich kann da schon wieder Salto schlagen. Wurf, wurf. Und weiter. Habe ich doch das Knöpfchen, genau. Das Knöpfchen.
gehen. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Schaufel mir den Weg frei. Tralala. Ich dir mal was sagen? Das wirkt. Das wird. Machen wir den einen Stock oder machen wir den zweiten Stock als Dachstockwerk oder? Ja, da war ich jetzt mit am Überlegen, ne? Ob wir jetzt noch einen zweiten Stock draufknallen? Aber was willst du da reinmachen? Aber das wird ein bisschen viel. Ich denke mal so ein Dachgeschoss da einfach rein. Schön. Das tut's eigentlich dann auch. Ja. Wir brauchen ja noch eine Bücherei und eine Zauberecke und so. Das müssen wir ja auch irgendwo noch runterkriegen. Ja gut, den Zaubertisch habe ich ja da hinten bei dem Höllenportal gemacht. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt im Haus haben. Ja, ich denke mal hier unten im Keller, so als Überlegung, habe ich mir gedacht, so machen wir einfach unten schön ins Lager rein. Würde sich nämlich hier anbieten. Na klar. 4, 5, 6, 7, 8. Dann der Minenschacht nach unten, wo man schön noch weiter buddeln kann, wenn man was braucht. Knöpfe? Habe ich Knopf gedrückt. Sorry. Hey. Nochmal Knopf drücken. Leuchtet hier gar nichts. Ey, das reicht aber hier nicht mit deinem. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13. Nein, stimmt nicht. Das? Warte. Warte. Ach nee, ich muss sie anders bauen. Knöpken. Hast du da irgendwelche gerade eingesammelt? Ein Repeater? Nein, ne? Nein. Gut. Du Redstone in meiner Tasche. Egal. Redstone haben wir genug. Blub. So. Antennen. Dann war das so oder so rum? Ich glaube so rum. Obwohl, wir können da mal schnell durchgehen. Ganz viel Wasser. Hast du dir schon Redstone-Flacken geholt? Wahnsinn. Und das dann nochmal so. Weiß ich gar nicht mal, wo ich bin. Weiß ich nicht. Dahin. Also. Echt mal orientieren. So. Nach da hinten. So. Ja, wenn wir da ein Dach drauf machen. Kann man ja das Material dafür schon mal ein wenig vorsorgen. Machen wir ja noch. Das haben wir. Das soll man so machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich denke mal, dass wir das nächste Mal bestimmt noch 15 Holz fällen müssen. Das ist schon das ganze Holz verbraucht. Viel, was hier übrig. Björn? Was denn? Drück nochmal das Knöpfchen. Soll ich das nochmal machen? Ja, mach das nochmal bitte. Komm! Ja.
Sag, wenn du drückst. Da bin ich hin. Ja, ich drücke. Hält das Selbstzonsignal aber nicht an. Sauerei. Warum ist das denn so schnell da durch? Ja. Ah. Wieder gefunden? Ach, der powert da oben. Powert der da wieder zurück? Komisch. Ja, aber was du da gemacht hast, du eigentlich wollte ich. Jetzt gerade gar nicht in welche Richtung dich zeigen. Warum hat er denn hier vorne noch Power? Wo ist der Fehler? Da ist er. Hä? Jetzt mal wieder alles weg? Ja. Ich baue den mal anders. War noch ein bisschen Platz, glaube ich. Ja, war die Spitzhacke kaputt? Oder die Schaufel? Ja. Hat's gemacht. Palim. Ich komm rein. Palim, palim. Dann ging das nochmal. Wie ging das denn mal so? So, so. So, so. Da meine ich glaube ich so wieder. Überlegen. Oh. Da, da, da. Nein. Ich glaube, so ging das. Aber welcher war denn auf 4 geschaltet? Der? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Aber überlegen, machen wir bei dem Dach die Außenkante aus Stein und den Rest aus Holz? Mal ein bisschen Struktur da reinkriegen? Ja, würde ich mal sagen. Ja klar. Mache ich die eine Reihe nämlich hier wieder weg. Ich glaube, wenn du sturstracks nur aus Holz machst, das ist doof. Dahin. Zack, 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 zack. Weit gehen wir auf die Seiten raus. Zwei? Jawohl, zwei jo. Raus. Drei. Zwei, um der Spitze ein bisschen mehr, dann kann man die immer noch anfassen. Gott, jetzt schau ich mal. Ist auch gerade meine mein Fax kaputt. Ich meine irgendwo in diesem Block hier, irgendwo. Irgendwo in diesem Block. Meine ich. Becher. Meine ich. Nee. Was ist das denn? Da ist es. Auch nicht. Oh Mann, das verarscht mich hier gerade. Ich hätte das mal irgendwo mal aufgezeichnet. Ich Düselchen. Find das aber gerade nicht. Hier vielleicht. Nee. Ja. Aber wenn ich ehrlich bin. Ja. Denkt erst mal, so wenn ich auf meine Zeit hier ein bisschen gucke, dann haben wir unsere Zeit schon wieder. Voll und ganz erreicht. Das weiß ich nicht. Du hast diesmal aufgenommen, beziehungsweise die Zeit aufgenommen. Ja, yeah, haben wir unsere Zeit auf jeden Fall schon ein bisschen drüber, aber nur ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, da es jetzt langsam auch Zeit wird, dann machen wir hier das lang ein bisschen Schluss und hören und sehen uns garantiert das nächste Mal wieder. Sehen möchten wir uns nicht. Leider doch, im Spiel sehen wir uns ja. Und dann werden wir mal weiter bauen hier am Haus und Keller und was wir noch hier alles so am Planen und Tun sind.
Danach rufen wir Tine Wittler an wegen der Inneneinrichtung, ne? Oh, Backe. Das wird aber ein teurer Spaß, du. Jo, das wird ein teurer Spaß. Alles klärchen. Dann wünsche ich euch hier noch einen schönen Tag und ja, dann bald bis zum nächsten Mal. Tschüss.